Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 23 beim 1. FC Köln. Ja, wir haben das letzte Spiel 1-2-1 gespielt, damit dürfte die Champions League abgehakt sein. Ich glaube wohl nicht, dass Bayern irgendwie noch Punkte lässt. Naja, mal gucken. Weil wir haben immer noch 3 Punkte Rückstand. So, da sieht man's. Wir haben 51, Bayern hat 54 und höher kommen wir nicht mehr. Weil Leverkusen und Dortmund werden jetzt überhaupt keine Punkte mehr lassen. Und Leipzig ist schon, denke ich mal, Meister. Was schade genug ist, aber egal. Okay, das nächste Spiel findet dann gegen die TSG 1899 Hoffenheim statt. Und das wird dann ein Videotextmodus-Spiel. Deswegen gehen wir auch in die Nachricht rein. Thiemann hat eine neue Erfahrungsstufe bekommen. Das ist sehr gut. Dann wird er noch stärker. Da kann man ja nicht meckern. Wir gehen eine Runde golfen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Und ab in die Trainingswoche mit euch. Duschen. Unsere zweite hat 4-1 gewonnen. Unsere Reserve hat 4-1 gewonnen gegen Paderborn. Wir müssen jetzt gegen Hoffenheim spielen. Da sagt der Tipp 0:0. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir da nicht einen auf die Fresse kriegen. Müssen wir mal gucken. Der zweite Tipp gegen Freiburg sagen die 1:1. Da weiß ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Mal abwarten. Und am letzten Spieltag spielen wir dann 1:0, sollen wir wohl gewinnen gegen Arminia Bielefeld. Das ist der Tipp dann, dass wir Fünfter werden. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Okay, jetzt kommt das Spiel, Heimspiel gegen Hoffenheim. Irgendwelche Verletzten aber nicht. Wir müssen Pedersen verticken. Und müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir alles verticken. Aber den Pedersen verticken wir auf jeden Fall, weil er ist schon 29. Müssen wir einen anderen Linksverteidiger holen. Wenn wir schon einen haben, müssen wir mal schauen. Schauen wir da mal. Wir haben 16 neue Nachrichten, gucken wir uns die mal an. Neue Jugendspieler entdeckt. Ah, sicher, sicher. Kannst du machen. Hinweis vom Assistenten, das ist irrelevant. Bauvorschritt im Stadion ist gut. Obus erzielt 2 Tore, Ibrahimovic erzielt 2 Tore. Reserve U21, 1. FC Köln, also Paderborn hat 1:4 gegen uns verloren, ist klar, haben wir eben gesagt. Ah, Wagnermann hat sein Trainingsziel erreicht. Trainingsziel, gib her. Komm her, Junge, komm her, komm her. Sehr gut, mein Freund. Schmitz fällt aus, Kapselprellung. Dauerweh. 12 Tage ist er verletzt. Also das Spiel gegen Hoffenheim wird er nicht spielen. Arne Meyer fällt aus, den verticken wir auch. Kapselprellung. C ist da weg für 2 Tage, aber ist er wieder fit. Jonathan Asp-Jensen hat sein Trainingsziel erreicht. Gucken uns die Kameraden mal an. Ah, macht er Robustheit. Sehr gut, mein Freund. Sehr gut, mein Freund. Arne Meyer ist wieder fit. Isas Blulli hat sein Trainingsziel erreicht.
Isalsudi. So heißt er. Isalsudi. Mache nass, mein Freund. Robustheit. Sehr gut, mein Freund. Scouting ist abgeschlossen. Gegen Hoffenheim. Sören Weiß hat sein Trainingsziel erreicht. Du bist ein Stürmer. Trainingsziele. Yes, very well, Blech. Dann geht Schusskraft nach oben. Priorität ganz oben beim Training. Timo Wischert hat sein Trainingsziel erreicht. Trainingsziel. Der ist für einen B-Jugendspieler. Okay, aber soll Robustheit trainieren, der Freund, das Freundchen. Aber er ist kein Halbstürmer oder hängende Spitze, er ist Stürmer. Da trainiere ich auch die Fähigkeiten für. So, jetzt gehen wir ab ins Videotext-Modus spielen. So war das. Erstmal gehen wir eine Runde golfen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Im Videotext-Modus gegen Hoffenheim. Videotext. Und let's go. So. Schauen wir da mal. Nach 30 Minuten steht 0 zu 0. Und 0 zu 0 zur Halbzeit. Gelbe Karten haben wir keine, müssen wir keinen auswechseln, das ist schon mal gut. Gut, Jungs, Burschis. Co-Trainer sagt alles an, Co-Trainer macht die Auswechslung und ab in die zweite Hälfte mit euch. 70. Minute, 1 zu 0 für uns, sehr gut. Torschütze war Burkhardt. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen. Oh, Bayern hat nur unentschieden gespielt. Das heißt, die haben einen Punkt weniger. Also zwei Punkte weniger als, mehr als wir, so rum. Das heißt, wir könnten es eventuell doch schaffen. Aber mal gucken. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. Es sind noch zwei Spiele. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Ja, Leipzig ist Meister. Haben wir ja schon gesehen. Wissen wir. Paris, Athen auf Wiedersehen. Ja, RB Leipzig ist Meister. Ja. So. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen den SC Freiburg im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.